Sag mir bitte mal, wie oft bin ich jeden Tag wieder vor das Mic getreten, um aufzunehmen, wie oft hingefallen, um aufzustehen, wie oft stand ich kurz davor aufzugeben. Keine meiner sogenannten überdoppten Lines waren reife Releases, Teil meiner Realness. Einziges Ziel ist, ein Werk zu erschaffen, mit dem meine Seele zufrieden ist. Und ich schreib jeden Tag für mich geistreich, um mein Geist reinzuwaschen, für die der Scheiß halt mit gutem Gewissen reden zu können und sagen zu können. Ich bleib mein eigener Held und mein eigenes Wortbild in eigener Welt, mit eigenem Ort, der schaffe ein Wortbild, Textentwicklung sofort Bild, denn es ist an der Zeit, allen da draußen einen Blick zu geben in das Labyrinth der Gedanken und dann Eintritt erhalten in meinen Tempel, in dem sie dann wieder mal stranden, der alle Fäden verbindet, gebaut auf den Pfeilern meiner Selbstzweifel, alle meine Träume erreiche, gerade weil ich in meiner Welt bleib. In keiner von den Hatern kann mich da mal wieder stoppen, nach alle meinen Jahren bin ich dafür bereit, habe gerade keine Zeit, was ich schreibe, ist nicht nur für mich, sondern dass jeder begreift, dass hier bleibt Rhythmus und Poesie, Rap bleibt mein Leben, meine Sprache und mein Mosaik. Ich bin mittlerweile müde von jeder noch so kleinen Lüge, alle reden, ich hör zu und entwickel im Stillen meine Züge, gebe 100% auch auf jeder noch so kleinen Bühne, jeder Satz kommt aus meiner Nervenbahn, weil ich das hier fühle. An einigen Tagen da ließ ich mich davon runterziehen, wollte aufhören, doch habe mich immer wieder umentschieden. Meine Alben sind nicht ungeschrieben, ich habe sie leider nie rausgebracht, zerreißt euch bitte euren Mund, ich habe mir nie etwas daraus gemacht, nie etwas dabei gedacht, denn ich schreib weiter Satz für Satz, finde weder Rast noch Platz, denn ich hab mich nie angepasst. Sag mir alles ins Gesicht, hintenrum nicht angebracht, ich kämpfe bis zum Ende und das mit meiner ganzen Kraft.